Herr Specht, Ihre Reise führt in die Île-de-France. Was zeichnet diese Region Ihrer Meinung nach aus? Was macht die Reise besonders? Ja, also diese Île-de-France, Île heißt Insel, ist die Insel von Frankreich. Allerdings ist es so, die Île-de-France ist das Kernland von Frankreich, das Land, die Gegend, wo sich das Land gebildet hat, wo auch eben das Land seinen Glanz nach und nach gezeigt hat. Der Höhepunkt ist selbstverständlich das 17. Jahrhundert, das Jahrhundert des Sonnenkönigs Ludwig des 14. Ihre Reise findet im Frühjahr statt. Warum gerade zu dieser Jahreszeit? Ja, also diese Reise in der Île-de-France zeigt die Schlösser, die großen Schlösser des 17. Jahrhunderts. Aber wenn man von Architektur spricht, spricht man selbstverständlich im 17. Jahrhundert auch von der Gartenkunst. Und hier haben wir diese großen französischen Gärten der Schlösser mit großen Architekten wie Le Nôtre. Und natürlich im Frühjahr ist es das Schönste, ist es die beste Möglichkeit, eben solche Gärten zu besichtigen. Herr Specht, was sind für Sie persönlich die Höhepunkte der Reise? Auf was freuen Sie sich besonders? Ja, also diese Reise besteht aus 6 Tagen. Bei jedem Tag ist ein Schloss, das eben zur Geltung kommt. Diese Schlösser sind diese Prägung der Grande Nation. Und jedes Schloss hat solche Eigenschaften, dass jedes Schloss das Schönste ist. Herr Specht, die Frage liegt bei Frankreich auf der Hand. Welche kulinarischen Besonderheiten dürfen die Reisegäste während der Reise zur Île-de-France erwarten? Ja, meine Damen und Herren, das ist ja so. De Gaulle hat mal gesagt, in Frankreich gibt es 365 Käsesorten. Und in der Gegend von Paris werden wir natürlich eine besser kennenlernen, das ist Le Brie. Wie muss man sich das Programm während der Reise vorstellen? Ist man von morgens bis abends mit der Gruppe unterwegs oder gibt es auch Zeit für individuelle Unternehmungen? Ja, es ist ja so, diese verschiedenen Tage sind so gestaltet, dass man immer Zeit hat, sich persönlich mit dem oder mit jenem zu beschäftigen. Besonders bei diesen Schlössern ist es so, dass man natürlich längere Zeit in den Gärten verweilen kann. Andererseits darf man nicht vergessen, es gibt auch große landschaftliche Höhepunkte in der Gegend, unter anderem der Wald von Fontainebleau mit dem wunderbaren Künstlerdorf Barbizon. Und da kann man schon etliche Zeit verbringen. Die Reise führt nach Frankreich. Was gefällt Ihnen persönlich an diesem Land ganz besonders? Was zeichnet die Menschen in Frankreich Ihrer Meinung nach aus? Ja, also Frankreich ist ein Land, das sich nach und nach während 1000 Jahren langsam gebildet hat. Jede Gegend hat seine Spezialitäten, hat seine Kultur, hat seine Redenweise, hat seine Weltanschauung. Und das macht eben das Frankreich so schön, die Vielfalt. Einen persönlichen Tipp, für was sollte man sich während der Reise auf jeden Fall Zeit nehmen? Ja, ich glaube, man sollte sich die Zeit nehmen, besonders auch einen Blick auf die Gärten zu werfen, diesen auch Zeit anzugeben, weil sie da in Geltung kommen. Es ist ja eben die französische Gartenkunst, die eben am Höhepunkt steht bei dieser Reise. Herr Specht, Sie bieten bei Heidegger ja eine Vielzahl von Reisen an. Vielleicht können Sie uns einige nennen, die man in diesem Jahr mit Ihnen zusammen unternehmen kann. Ja, im Laufe des Jahres sind wir ja in ganz Frankreich. Nicht in jeder Gegend, sondern in typischen Gegenden. Im Sommer ist man in der Bretagne. Im Herbst ist man in der Ardèche. Im Hochsommer in den Pyrenäen, im Spätsommer auch wieder in den Pyrenäen. Für jede Jahreszeit gibt es eine schöne Gegend in Frankreich.